Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute Denalist 19 im LS 19 True Farming Projekt. Und wir sitzen hier am Hof mit dem Harry und dem Fiedel. Und dann schauen wir mal, was jetzt auf uns zukommt. Moin, Fiedel, Jupp, was geht denn ab? Moin. Ich wollte nur wissen, ob du Miguel gesehen hast. Nee, heute noch nicht. Doch, ein paar Mal an ihm vorbeigefahren heute. In Untergriesbach, aber sonst habe ich ihn noch nicht mit ihm gesprochen. Okay, weil wir wollten uns eigentlich hier bei dir treffen mit ihm, aber irgendwie ist er nicht da. Okay. Was geht's denn? Wie geht's dir? Sehr gut bis jetzt. Das ist gut. Im Kopf wird alles fresh? Im Kopf war nie was kaputt, ich weiß nicht, was du hast. Hochzeitstag? Ja, war schön. Ja? Okay, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass das wirklich alles schicki ist bei dir. So. Es war auf jeden Fall ein spannender Abend. Ja, das stimmt. Ja. Aber Fritze? Ja? Oh, da kommt der Chef schon. Ah. Oh, da kommt, ja, guck, Fritze. Ist aber noch ein bisschen unbeholfen auf dem Gerät, glaube ich. Oder? Ja, da muss vielleicht mit großen Dingen ein bisschen lernen umzugehen. Da kann vielleicht nur mit den Kleinen, wenn du verstehst. Dass ich Günther Lauch nenne, sollte hier vielleicht nicht rumschreiben, Alter. Du blamierst dich ja mehr selber, als du tust. Mit dem Pinsel. Der Gerät ist da! Ihr Flitzpiepen! Ihr Löffner! Da mal, Harald! Nee! Aber nee. Sprit geschissen, oder was? Nee, da musst du bitte nachlaufen als Diesel. Ja, du läufst doch gleich mal nach als Diesel. Wo ist das Diesel? Na, das hast du doch gesehen. Komm her. Ja, der V8. Blablabla. Es gibt auch einen V8 Diesel und ja. Den ja, ist aber tatsächlich ein Diesel. Das ist kein Diesel. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ist es. Nein. Doch. Und zwar sowas von. Nein. Warte. Ja, so. Ja, die Pflaume von deiner Mama. Liter Heavy, Mann. Nein, falsch, das ist ein 7,1 Liter. Ja, Diesel. Das ist ein 7,1 Liter. Oh, so, mit dir muss ich auch noch reden. Ja, so ein bisschen freundlicher. Nee, ich mach auf deine Art. So, auf jeden Fall, hier ist ein wunderschönes neues Gerät. Und zwar, guck an hier. Amazon Black Pandera. Also ist das nicht schon geil? Wieder falsch ausgesprochen. Ja, er denkt immer an Pandora. Black Pantera, habe ich doch gesagt. Ja, jetzt hat das. So, wo ist er denn hin? Ach hier. So, guck mal. Ist es nicht böse, wie es aussieht? Das ja. Passt super in deine Betthöhle. Hat sogar Flügel. Ja. Ich habe nichts bestellt. Ach, City braucht eine neue Black Pantera. Okay. Du willst mir den jetzt zeigen, vorstellen? Präsentieren. Ah, okay. Richtig, weil guck mal, dieses quietschbunte Ding hier, das kannst du ausbussern. Ah, wer ruft denn jetzt an? Ja? Einen wunderschönen guten Tag. Spreche ich denn damit dem Herrn Manus? Oh, hier, der Enemax, Alter. Nein. Ja? Herr Manus, sind Sie zufällig gerade in der Nähe des Gemeindegebäudes? Ja, zufällig nicht, tut mir leid. Nicht. Na gut. Herr Manus, bloß mal so an Sie eine Information oder gibt es jemanden vielleicht in der Nähe, den es auch interessiert? Nicht, okay, wunderbar. Das weiß ich nicht, ob es jemand noch interessiert. Naja, es ist wichtig für die Stadt Schwarzingen, beziehungsweise für die Örtlichkeit Schwarzingen, das ist definitiv wichtig. Und zwar, es geht um Folgendes. Herr Manus, wundern Sie sich nicht, der Bauhof ist jetzt mal kurz so ein bisschen in meinem Namen unterwegs und der rückt jetzt quasi, müsste eigentlich just in dem Moment mit Baggern anrücken. Und da gab es mal so einen Hof, der ist jetzt ja nicht mehr vorhanden, ne? Da ist jetzt bloß noch so ein bisschen eine wellige Wiese. Und da habe ich halt mal das Geld in die Hand genommen, habe das Land gekauft und da wird jetzt mal ein bisschen gebaggert. Ne? Wir brauchen da mal Löchler und schüren Sie sich da nicht. Ne? Also, es hat alles Hand und Fuß und bloß, dass Sie da erstmal Bescheid wissen. Ne? Ich glaube, das war damals der Hof vom Babbel. Keine Ahnung, wie der hieß, auf jeden Fall so ein Pappelhof. Oh. Pappelklaus. Ja, genau. Auf jeden Fall rücken da die Bagger jetzt an, ne? Und das wollte ich ihm bloß erstmal mitteilen. Aber das hat alles Hand und Fuß, ne? Ich muss auch schon weiter wieder. Ja. Tschüss.
Der Bauhof, der soll erst mal sein Zeug fertig machen, ey. Guten Tag, meine Herren. Ach, Mann, bin nur für euch heute. Hallo, Gustav. So, ja, pass auf. Da kannst du das bunte Ding hier, das kannst du hier ausmustern. Okay, hat er denn auch... Der guckt... Ah, der hat dicke Bereifung. Ja, alles gut. Und guck mal, warte. Der ist nämlich... Der hier ist nämlich Überbreite. Ja? Aber der hier ist keine Überbreite. Guck mal her. Pass auf. Ach, du fährst... Mach nochmal. Ach, das ist ja geil. Dann kannst du den auf dem Feld aus... Ach, geil. Ja, richtig. Auf dem Feld kannst du den breit machen und wenn du die Straße fährst, fährst du die Dings zusammen und dann zack, hast du deinen 3 Meter. Ist das nicht geil? Also das ist, das ist jetzt mal wirklich geil. Also nach so vielen 1000, ich weiß nicht wie vielen Tagen, bringst du endlich mal was Cooles vorbei. Also das ist ja... Kannst du auf deine Liste packen, den nehme ich. In schwarz. Das ist eine sehr gute Wahl. 4500 Liter Fassungsvermögen und 41 Meter Spannweite. 41 Meter Spannweite, ne? Nicht, dass du frierst. Also, das ist echt geil. Also, das ist wirklich geil. Das meine ich jetzt mal ohne Flachs. Also, den nehme ich. Den kannst du für mich bestellen. Jetzt kein Problem. Mach mal. Warte kurz. Vorsicht. Ja. So, Polster Ausleuchtung. Was man noch dazu sagen muss, optional gibt es noch rückwärtig des Fahrzeugs Arbeitsbeleuchtung. Damit dann in dem ersten Bereich hier, so ungefähr bis hierhin, wo ich stehe, noch alles schön gesehen werden kann. Ja, jetzt muss ich eine Frage habe ich wohl bei dem Gerät. Meiner kann ja Dünger und Pflanzenschutz laden. Kann der das auch? Oder kann er zumindest entweder Pflanzenschutz oder Dünger, Flüssigdünger? Also der kann tatsächlich beides. Ja. Du musst es halt eben dann, je nachdem, immer nur danach einmal durchspülen und reinigen. Alles klar. Aber das ist ja Standard. Okay, nee, das ist okay. Genau. Ja, das ist das gute Stück. Super, ne? Eine Spannweite, Junge, da wird die anders. Das ist aber wirklich wahr, ja. Der wäre wahrscheinlich was für unter Griesbach. Geile Scheiße auf jeden Fall. Gut, bestell mal einen. Passt. Ja, bestell mal einen, auf jeden Fall, ja. Sollen wir den gleich gegenrechnen? Ja, das wäre super. Gut, Haran, eine kurze, eine kurze Frage. Das müsste ich jetzt mal nochmal mit Ernst bequatschen, ob er sowas da hinten haben will. Aber wärst du in der Lage, das auch nach Untergriesbach zu bringen? Ja, na klar. Okay, dann würde ich wahrscheinlich dann bald auch noch einen weiteren dazu bestellen. Aber rede ich erst noch mit Ernst. Aber ja, das gefällt mir. Ja. So, ansonsten kann ich dir sagen, wenn wir jetzt mal noch eine Runde Auto fahren. Ja, alles klar. Viel Spaß hier drei. So. Wer fährt jetzt eine Runde Auto? Wie, wo fahren wir jetzt hin? Ja, ich muss mit Fritz ja doch reden. Ach, mit mir? Ja. Oh, okay, ja, nee, gut. Das tut euch Brüdern auch mal gut. Genau, macht das mal. Beim letzten Mal, als er gesagt hat, wir müssen reden, wollte er seinen Halbbruder fast umbringen. Ja, Fritzel. Nee, glauben wir nicht. Viel Spaß. Da. Was ist los? Gut. Ja, jetzt bist du richtig ersäuft. Das ist los. Meinst du, diesmal warst du es richtig? Diesmal war ich das richtig. So, warte mal ganz kurz. Wir müssen... Ach komm, wir fahren einfach mal unten an den Feldern lang. Gleich mal gucken, ob da alles in Ordnung ist. Pass auf, es gibt zwei Sachen, die ich mit dir besprechen muss. Okay. Die erste Sache ist dein Haus. Ja. Also dein ehemaliges Haus und dein neues Haus. Ja. Und die zweite Sache ist... Dann überlege ich gerade, ob ich hier gleich mal die Fresse haue oder später eigentlich. Warum das denn? Ja, also was wissen Sie erst? Das Angenehme oder das Unangenehme? Oh, machen wir erstmal das Haus. Weil wenn du mir in die Fresse hauen willst, dann diskutieren wir. Dann können wir das mit dem Haus schneller abarbeiten und danach diskutieren. Ja, gut. Und zwar geht es darum, mit dem Haus, du sagst, du hast 6 Millionen bezahlt. Ja. Gibt es darüber irgendwelche Nachweise, dass du...
diese 6 Millionen auch bezahlt hast. Ja. Also hast du 6 Millionen bezahlt? Ich habe die komplett abbezahlt, ja. Ich habe die, hab die Rechnung noch, aber ich habe leider keine Bestätigung, dass ich es getan habe oder so. Boah, was ist denn? Ich raste hier gleich komplett aus, Alter. Ja, schön. So, und das neue Haus, was hast du da bezahlt? Bis jetzt noch gar nichts, weil das sollte eigentlich verrechnet werden. Also das Geld, was in das Haus ist, ich sollte in das neue da reinfließen, was ich bezahlt hatte, weil das wohl nicht meine Schuld gewesen ist. So war das damals, hat der Friedrichsen mir das gesagt, das wird Naturschutzgebiet, das wird umgesiedelt. Ja gut, du solltest da ein neues Haus hinkriegen, genau. Mit einem Pipapo und bla. Und am Ende des Tages, hä, was ist denn hier? Was machen die denn? Ja, so das, was der Enermax da erzählt hat. Das ist doch hier der Ding da. Die werden das wahrscheinlich hier jetzt aus... Ja, pass auf. Ja. Also, da muss ja erstmal geklärt werden, wen die Bude jetzt überhaupt ist. Ob dir oder dich. Ja. Ja. So. Und bevor das sich geklärt ist, kann hier nicht irgendwelche Gelder fließen. Hallo? Kann ich verstehen, ja. Herr Recht? Ja, hallo, Herr Miguel. Was wird das, wenn es fertig ist? Das hat der Herr Enermax so angeordnet, die Baumaschinen hierher zu verschaffen. Was soll hier gemacht werden? Ich gehe von Bauarbeiten aus, da Maschinen angefahren werden. Ja, Sie wissen aber schon, dass der Bauhof für die Stadt arbeitet, ne? Das ist Ihnen klar. Ja, aber das hat der Herr Enermax so angeordnet. Ja, der Herr Enermax. Und morgen kommt der Herr Zwennermax und einen Tag drauf kommt der Herr Pennermax. Und dann kommt der Herr... Fällt mir jetzt nichts ein und den tun sie für den die Maschinen da auch von A nach B fahren, wenn der das dann sagt oder was. Kleiner Schniedelmax? Kleiner Schniedelmax. Hat mir gesagt, sie wissen Bescheid, sie können ja gerne mal anrufen. Ja, das ist, also ganz ehrlich, was haben sie denn für einen Auftrag? Wir wissen, was hier für ein Auftrag ist. Die Maschinen hier abladen. Ja, und dann? Sollen sie mal irgendwas arbeiten oder irgendwas machen? Nö. Ach so. Einfach nur hier abladen. Abladen und eine Grube ausheben. Das ist der ehemalige Pappelhof hier, ne? Ja. Was, also eine Grube ausheben? Eine Grube ausheben. Ich habe ja so keine Ahnung, aber kann er das denn einfach so veranlassen, ein komplette. Also keine Ahnung. Mach du mal, Miguel, Entschuldigung, ich habe mich da raus. Ja, was ist denn jetzt? Was für eine Grube? Für was denn? Sie können ja gerne den Herrn Enermax anrufen, der wird es Ihnen gleich erklären. Ja, dann mache ich jetzt Folgendes, dann rufe ich jetzt den Herrn Enermax an. So, du kannst den Bagger hier abladen, aber hier wird nichts rumgebaggert oder irgendwas gemacht. Okay. Alles klar, Rainer? Ja. Gut, super. Mach ich. Sehr gut. Jetzt haben wir den ganz neuen rausgeholt bei uns aus der Gemeinde, meine Fresse nochmal. So, gut. Sag rein hier, ruf Schnarrer an. Rainer macht sowieso nichts. Erstmal so, und pass auf, gut, dann ist das mit dem Haus geklärt. Ja, das Zweite ist, wir, mein Freund, werden in den Ring steigen und da werde ich immer richtig die Batterie auf 12 klemmen. Also, das kannst du aber wissen. Da kriegst du mal nicht 12 Volt da drauf, da kriegst du mal 48 Volt drauf, dass du da oben mal wieder ein bisschen gerade läufst. Da freue ich mich schon ewig drauf. Nimm mir Zeit und Ort, ich bin da. Ja, nimm dir Zeit und Ort, ich bin da, Junge. Nimm dir reichlich Jacken mit und viel Schals und Mützen. Du wirst ein paar Meter liegen, ey. Warum? Was habe ich jetzt schon wieder getan? Ja, warte, was habe ich da gehört mit irgendeinem Antragsscheiße? Ach, dafür, und Bella? Dafür bekomme ich Ärger? Was, dafür bekomme ich Ärger? Also, sie macht mir einen Antrag, ich sag nein und du gibst mir jetzt einen Anschuss? Ja. Laber doch keine Scheiße, die hat dir doch niemals einen Antrag gemacht. Also, sie kam und sagte, sie wird nicht jünger, sie wird immer älter, sie möchte Familie, Kinder, heiraten, bla bla, Miguel will nicht. Da habe ich da die gestanden. Die labern dein Zeug. Da ich war will Adler, nicht heiraten, das ist alles. Da war Adler dabei, alle. Und dann hat sie gesagt, ja, Fritzel, willst du mich heiraten? Und dann habe ich gesagt, nee. Ich so, ich hole mir keine Frau mehr ran. Ich sag, für ein paar Nächte ja, aber ansonsten nix. Wer hat die dich gefragt, ob du die heiraten willst? Nein, Miguel, ich verarsch dich. Sie war bei mir nur... Ja, freilich verarschst du mich, deswegen sag ich dir. Ich hau dir auf die 48 Volt auf die Batterie, Junge. Sie war bei mir am Feld. Sie kam dahin, wollte irgendwas, ich weiß gar nicht mehr was. Und da
war Ernst und Adler da, der Antrag, Antrag, und dann haben wir auch Spaß so mitgemacht, aber sie hat gesagt, direkt gesagt, nein, ich bleib bei Miguel, und alle so, boah, Bella, wir machen doch nur Spaß, und das war alles. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, deine Mitarbeiter, haben die alle kein Licht am Fahrrad? Viele, ja. Hä? Was? Ja, viele. Ja, das merkst du, da werde ich wahrscheinlich mal ins Rad bauen. Ja, warte mal. Ja, werde ich auch machen. Junge, was soll denn das mit Antrag, ey? Keine Sorge, war nur Witz. Ich möchte ehrlich keine Frau mehr, also auch keine Freundin. Ja, darum geht's ja gar nicht, es geht ja darum, was Bella macht. Sie hat ja gar nichts gemacht, sie hat ja sofort gesagt, nein, sie bleibt bei Miguel. Ja, die weiß, wo's gut ist. Nein, sie war dir treu, wir haben ein bisschen rumgealbert und das war alles. Naja gut, das wollte ich mal geklärt haben, ja? Okay. Ich will ja mal hier mal wissen, wo hier der Hase langläuft. Also 15 Uhr am Fahrradständer ohne Treten und Beißen? Ja, 15 Uhr am Fahrradständer, genau. Kannst du kommen mit dem BMX, Junge. Aber mach vorher Luft aufs Fahrrad. Miguel, was wollte Gustav bei dir? Nicht, dass nach 3 Wochen liegen raus ist. Was? Warte mal hier, Frau Ehrlich? Ja, servus. Schöne Grüße aus dem tiefsten Bayern. Ja, ich sag's gleich, ich hab Freisprüche da ran, der Fritze sitzt am Auto. Ist der Harry irgendwo auch in der Nähe, weil, oder so? Ey, sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was ist denn hier mit der Dings los hier? Mit der Emily? Ja, jetzt beruhig dich mal, wir haben sie gefunden. Ja, schön! Ja, die Bella hockt gerade neben mir, also. Oh, jetzt halt die Klappe, ich will schlafen. Jetzt schneichen die neben mir rum. Ja, Lena, wir sind gerade auf dem Rückweg. Also wenn du Harry siehst. Ey, ist die alleine? Sag mal, habt ihr gesoffen? Nee, wir sind nur seit gefühlt 6 Stunden unterwegs. Ist die alleine? Bonnie. Ist die alleine? Wer ist alleine? Die Bella da. Ja, die Bella hockt rechts neben mir am Auto. Ah ja, okay. Ja, wir waren gerade bei Emily. Also richte mal Harry aus. Emily, komm so schnell noch nicht zurück. Die harte Nuss lässt sich nicht mal vor uns knacken. Also die ist richtig sauer. Ja, okay. Also wir waren jetzt zwar doch bei ihr und... Das ja, aber warum ist die denn sauer? Was hat sie denn? Wegen der Polterabend-Geschichte? Die redet ja nicht mal mit uns drüber. Die gibt mir die Schuld, die gibt Bella die Schuld, die gibt dir die Schuld, die gibt Harry die Schuld, die gibt der ganze Welt die Schuld. Vielleicht Fritzl auch noch. Was? Ich weiß gar nicht mal, worum es geht hier. Okay, ich sag ja nur klar. Vielleicht... Ja gut, dann pass auf. Willst du vielleicht mit deiner Bella reden? Hockt ihr wenigstens neben mir? Ja, gib mir lieber kurz. Ja, Bella, da geh mal ran. Ja, Bella, schlaf schön, gute Nacht, Kussi, wir sehen uns bald. Nacht. Gute Nacht, Bella. Nacht. Also, servus. Servus, tschüssi, haut rein. Die haben doch am Sekt genascht, oder? Irgendwas war da auf jeden Fall. Leck mich am Arsch, ey, ganz ehrlich. Ja gut, alles klar, dann haben wir das geklärt. Maschine bestellen wir, wegen dem Haus, weißt du, hast mal Bescheid. Ich habe da, wie gesagt, mit Don auch Rücksprache gehalten. Ja. Da müssen wir jetzt mit dem Enermax das klären, was da jetzt hier Phase ist oder wem die Bude da oben gehört oder was da jetzt für Gelder geflossen sind und was nicht. Okay. Und ich müsste mir sowieso nochmal anrufen wegen dem Bagger da und was das für eine Show schon wieder wird. Was wollte Gustav denn bei dir? Wie, was wollte Gustav bei mir? Ich habe Gustav verfolgt, dass er hat mir erzählt, er würde sich angeblich treffen mit einem alten Schulfreund und blauem Blub. Dann bin ich ihn heimlich verfolgt und er ist bei dir ins Büro mit dir zusammen verschwunden. Ja. Also, ja. Was da passiert? Ja, der hat mir die Beteiligung von deinem Hof gebracht, wie jeden Monat. Miguel. Ja, was denn? Sag jetzt, was wollte er? Wie heißt du? Ich bin der heimliche Patre. Und du kannst jetzt abknien und den Ring küssen, mein Freund. Am Arsch mach ich. Ja, am Arsch bist du, wenn du das nicht machst. Komm. Nö. Nee! Dann schnappe ich mir lieber Gustav und ziehe die Hammelbeine lang. Du, was dein Gustav dir erzählt, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass er bei mir im Büro war. Okay. Ja, aber was er dir erzählt, das weiß ich nicht. Also, das müsst ihr unter euch ausmachen. Das ist mir aber auch Wurst. Ja. Er hat nur gefragt, ob er bei mir ins Büro kommen kann und ja. Okay. Ja. Genau. Ja. Und da war er. Ja, gut. Ich hab, mir kommt gerade eine Idee. Hm. Vielleicht buddelt der dort hinten ein Loch für dein Ego. Wer? Der Enermax. Was hat das jetzt denn mit mir zu tun? Weiß ich nicht. Aber hä?
was kann ich denn jetzt dafür? Weil du mir nicht sagst, was Gustav gesagt hat. Jetzt sag es mir. Ja, Alter, aber das bleibt unter uns. Wenn du das sagst, du hast das von mir, dann ist es scheiße. Okay? Warum wäre das scheiße? Ach, wegen Bürgermeister. Ja. Nee, dann sag's mir nicht. Ja, komm her. Komm her, ich sag's dir. Aber wer, Alter, du sagst irgendwas. Miguel, und nein. Du hast das auch nicht von mir. Miguel, jetzt ist alles gut, aber wenn du wieder jede Scheiße machst, dann werde ich das benutzen. Sag es nicht! Der hat Datenschutz, du Vollhock. So, auf jeden Fall, ich muss wieder los. Alles klar, haus rein, ne? Ich hab noch viel zu tun, Leute. Tschüssi. Muss das Loch nochmal ausmessen für mein Ego. Ah. Da hilft kein Maßball und kein Zollstock. Nee, das wird ein Riesenloch. Das sag ich dir. Wie das Loch vom Bella. Oh, er fährt aber weiter. Und dann? Sehen uns morgen 19 Uhr wieder. In dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.